Und so geht es weiter, unser wirtschaftliches Abenteuer hier feuchtfröhlich im Aquapark, im Aquarium von Northwood. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, meine Damen und Herren. Und natürlich auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im vorangegangenen Video und im bisherigen Projekt. Lasst uns loslegen. Ein altes Aquarium möchte von uns wirtschaftlich sowie auch ganz physisch von uns gerettet werden. Also auf, wir haben alle Hände, haben wir voll zu tun. Wir waren gerade dabei, unsere Becken so ein bisschen auszustaffieren, zu besetzen mit Fischen, die uns nicht nur Ansehenspunkte geben, sondern auch Wissenschaftspunkte. Wir haben jetzt schon 10 von 40 Punkten, bevor wir das Aquarium öffnen können oder öffnen sollen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Hier haben wir ein komplett freies Becken, da können wir uns jetzt austoben. Und ich werde mich mal jetzt mit der Muräne austoben. Die Muräne, die Zebra-Muräne, denn die bringt am meisten wissenschaftliche Punkte. Vier Slots braucht die am Anfang. Wir rechnen mal gleich mit 9. Hat dieses Becken 18 Plätze Punkte? Nein, hat sie nicht. Also können wir hier nur eine Muräne reinsetzen, weil die wächst da irgendwann aus. Und dann brauchen ja zwei Muränen mindestens schon 18 Platzpunkte. Das ist nicht so geil. Wenn nicht, setzen wir eine Muräne rein. Und den Rest machen wir mit den Feenbarsch voll. Der braucht nämlich nur 3 Slots. Und dann würde das auch hinhauen. Genau, eine Muräne. Geil! Sie haben soeben ihre erste Zebra-Muräne platziert. Die Zebra-Muräne ist zwar am Anfang noch sehr klein, wird aber im Laufe der Zeit ziemlich groß. Große, ausgewachsene Tiere sind zwar mehr Punkte wert, sie müssen aber auch ihre Pflegeanforderungen erfüllen und sicherstellen, dass ihnen das Becken genug Platz zum Wachsen bietet. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Wachstumszeitsymbol, um herauszufinden, wie viele Tage das Wachstum dauert und welche Größe Sie am Ende erwartet. Das sehen wir ja am Anfang ja schon. 9. Ne? Hat er jetzt reingesetzt, ne? Sehr schön. 9. Da ist die kleine Muräne. Hallo. Ach, guck mal an. Wir sind drinnen im Becken. Das ist ja wunderschön. Wunderschön. Hier will ich auch mal rein. Quasi die Ego-Perspektive. Nice. Was mit dem anderen Becken? Wir sind quasi ein Gast jetzt gerade. Ein Gast. Hier sind auch noch Fische, die wir noch nie gesehen haben. Aber wir werden gleich erfahren, um was es sich hier handelt. Erstmal kümmern wir uns jetzt um das Becken mit der Muräne. Okay, jetzt wieder rauszoomen. Genau, also wir haben jetzt hier quasi 9 drin, 9 im Becken. Und 12 haben wir Platz. Ne, 15 haben wir Platz, ne? Genau, 15 haben wir Platz in Becken 3. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch 2 Königs Feenbarsche reinpacken. Jeweils 3 Punkte. Setzen 3 Slots. Jetzt müssen wir mal gucken. So, die Wasserqualität haut nicht hin. Dann kommt als allererstes erstmal hier rein Geröll. Für erweiterte Filterleistung. Oh, die olle Pflanze da ist im Weg. Weg damit! Weg damit! Wir brauchen mehr Geröll. Und wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen natürlich auch eine Höhle für die Muräne noch. Ich hoffe, der Feenbarsch braucht keine Pflanzen. Nö, dem geht's auch gut soweit. Dem geht's gut. Und wir brauchen eine rote Futterbox im Personalraum von der Muräne. Orange steht hier schon, aber wir brauchen noch eine rote Box. Das da, sehr schön. Ein Tier in diesem Becken muss mit folgendem gefüttert werden. Muscheln. Diese Aufgabe kann nicht ausgeführt werden, da dem Aquarium folgendes fehlt. Muscheln. Gedämpfte Huscheln. Kleine Simpson-Anekdote. Nice. Schön. Haben wir. Ich hoffe, die Wasserqualität regelt sich. Ansonsten muss da noch ein zweiter Filter ran. Aber das ist ein Kombigerät, ne? Kombinationsfilter. Aber über 60 reicht, glaube ich, für die Muräne aus. Wir checken das nochmal. 65 braucht der definitiv. Der braucht definitiv 65. Damn. Ich glaube, das regelt sich nicht von selbst. Aber ich will auch keinen Strom verschwenden. Wobei, kostet das überhaupt Strom?
Nicht wirklich, aber es kostet halt Verlässlichkeit. Und wenn jede Pumpe geht hier irgendwann im Spiel mal kaputt und muss dann repariert werden. Und das belastet quasi unsere Entität, unser ganzes System hier. Ich lasse es erstmal laufen. Also gleich, wenn wir alle Becken fertig haben. Und eventuell packen wir noch eine zweite Filterpumpe ran. Vielleicht hier auch. Aha. Kannst du mir das mal bitte nochmal ganz von oben zeigen? Oder muss ich mich dafür drehen einmal? Hallo? Irgendwie kann ich die Karte gerade nicht drehen. Ich mach's komisch jetzt mit STRG. Wenn sich mit dem Mausrädchen nicht klicken lässt, dann eben STRG. So sei es. Okay. Jetzt hier auch nochmal. Was haben wir denn hier für Fische drin? Wir haben hier in Becken 2 haben wir einen Riffbarsch. Muss im Rudel gehalten werden. Das Becken ist fast voll. 3 Platzpunkte haben wir noch. Temperatur, ja, wird uns auch nicht angezeigt. Haut also hin soweit. Orangene Pellets haben wir in der Nähe. Das heißt, hier kommt noch ein Feenbarsch rein. Katsching. Wunderbar. Passen hier noch andere Sachen rein? Definitiv, ne? Ja, ja. Hier ist eine Höhle drin, die eigentlich völlig unnötig ist. Keiner von den Fischen hier drin braucht eine Höhle. Da hätten wir auch andere Sachen reinpacken können. Für mehr Ansehen zum Beispiel. Die Wasserqualität haut auch nicht hin. Ich würde sagen, wir verkaufen die Dekoration. Setzen da Geröll rein für die Filterleistung. Für ein Mehr an Filterleistung. Und dann noch, was bringt es noch? Mehr ansehen. Naja, Seegras würde ich sagen, ne? Einfach mal was anderes. Macht sich schon bezahlt. So, das Becken ist soweit fertig. Und das ist leer, ne? Dann kommt hier noch eine Moräne rein. Definitiv. Wie viele Slots hat das Becken? Das hat 15. Okay. Sehr schön. Gleiches Spiel wie vorhin. Eine Moräne. Und zweimal den Feenbarsch. Pflanze erstmal unnötig. Stopp. Katsching. So, wir fangen mal an mit wieder mit Geröll. Ja, genau. Und die Höhle für die Moräne. Sagt die Wasserqualität. Meckert sie jetzt schon vielleicht rum? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen meckert die Qualität jetzt schon rum. Eventuell brauchen wir da auch noch eine kleine Ersatzpumpe. Problem ist nur, wir kommen da nicht an beide ran. Wir müssen vielleicht den Raum ein bisschen erweitern. Sonst funktioniert das nicht. Nun gut, aber rote Pellets, also Muscheln, gedämpfte Huscheln brauchen wir auch hier. Also packen wir die da mal rein. Zack, zack, zack. Finde ich natürlich super episch. Die Idee mit den Räumen. Das Spiel möchte uns das jetzt auch ein bisschen zeigen, ne? Dass wir hier so eine Konstruktion, so eine extra Räume uns dann zur Verfügung stellen können. Und dass wir dann so eine richtig verbauten Aquarien haben. Nicht nur so eine offene wie im ersten Level, aber hey, das ist ja erst unser zweiter Level. Also ich würde jetzt gerne bitte, dass du... Jetzt funktioniert es wieder. Gerade konnte ich wieder drehen jetzt. Ist noch ein bisschen buggy. Ein bisschen fummelig, ne? Ein bisschen fummelig. Ist ja auch noch ganz neu, das Spiel. Aber perfektes Timing eigentlich, ne? Aufbaustrategie kommt wieder richtig. Und zwar im ganz großen Stile. Vor ein paar Monaten kam ja das Jurassic World raus. Jetzt das Krankenhausspiel. Und das ist genau so eine kleine Alternative. Die ist für die, ich sag mal, für die Anti-Mainstream-Leute eventuell. Und vielleicht auch die Leute, die keinen Bock auf Krankenhaus haben. Es ist genau die richtige Alternative. So, mindestens eine Person müssen wir anstellen. Aber eine Person, das wäre ziemlich viel Arbeit für eine Person. Deswegen stelle ich gleich 2 ein. Ja. Claire ist eine gute Arbeitskraft, kann alles. Reinigen und füttern. Hier ist reparieren und reinigen. Warte mal, Claire nochmal bitte. Nochmal ganz kurz die Claire.
Claire kann füttern und reparieren. Und reinigen ist noch wichtig. Okay. Er hier, genau, der Schwarze. Romeo steckt voller Tatendrang und ist sich nicht zu schade, sich seine Hände schmutzig zu machen. Sehr schön, ein guter Arbeiter. Damit ist alles abgedeckt. Errichten Sie eine Werkzeugstation zum rotieren Mausrad bewegen. Wo packen wir die hin? Zentral. Naja, wo ist hier zentral? Hier rein einfach, genau. In den Raum noch. Werkzeugstation. Zack. Na, hier hin. Ist doch richtig, ne? Ist doch richtig. Ja, wunderbar. Bauen Sie da Ihr Werkzeug eben raus. Wunderbar. Okay, eröffnen Sie das Aquarium. Es geht los! Einweihungsparty! Spring Break! Wandbecken. Gute Arbeit. Das Aquarium ist jetzt neu befüllt und hat seine Tore erneut Zuschauern geöffnet. Wie Ihnen zweifellos bereits aufgefallen ist, sind alle Becken hier in Northwoods in die Wand eingearbeitet. Doch gleich beim ersten Mal tatsächlich. Das Spiel kann Gedanken lesen. Man nennt sie daher auch schlicht und einfach Wandbecken. Ein nicht sehr einfallsreicher Name, ich weiß. Wandbecken werden auf der einen Seite von Gästen betrachtet und auf der anderen vom Personal gewartet. Mensch, ey, auf diese Weise können Sie Ihre Ausrüstung hinter verschlossenen Türen verstecken. Und da wir gerade von Türen sprechen, die Personaltür lässt nur Personal passieren, während Gäste nicht weiterkommen. Praktisch, oder? Tatsache, aber jetzt gerade, wo du es ansprichst, kann ich mal kurz die Zeit stoppen. Nee, kann ich nicht. Korallenzackenbarsch. Was bringt uns mehr Wissenschaftspunkte? Der Korallenzackenbarsch, ganz klar. Abneigung gegen Artgenossen kann nicht zusammen mit anderen Exemplaren der Spezies Korallenzackenbarsch untergebracht werden. Ui. Na, ein Eremit halt, ne? So wie ich. Nein, Quatsch. Nicht ganz so schlimm, aber... Artgenossen, ne? Ist manchmal schwierig mit Artgenossen. Ansonsten eigentlich easy peasy. Was will hier? Er gierig. Frisst für seine Größe 33% mehr Nahrung und erzeugt 33% mehr Abfallprodukte. Na gut, was reingeht, muss auch wieder raus. Warnung, frisst oder verletzt Fisch mit Größe 2 oder weniger. Krebstiere mit der Größe 2 und weniger. Oh, der ist ein richtiger Stinker, ist das. Aber er bringt uns 25 Punkte Wissenschaft. Aber er muss nahezu allein gehalten werden, oder? Naja, oder er hat halt einen Fisch mit der Größe 3 am Start. Wie hier den Flammenzwerg-Kaiserfisch. Er wächst aber auch. Müssen wir im Auge behalten, Das wird ja immer komplexer hier, wie geil. Schön, dass man sich so locker flockig einarbeiten kann. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, ich glaube, es war auf Steam, dass das Spiel 10 Tutorial-Level hat. Also, es baut sich quasi Schritt für Schritt auf, die Schwierigkeit. Nochmal, wo war denn jetzt bitte hier? Frist für seine Größe 33% mehr. Wo war das nochmal mit den Tieren? Da. Okay, auf jeden Fall, egal was wir zu ihnen setzen, größer als 2 ist wichtig. Dabei klingt verdammt gut, der Fisch. Kraftvolle Kombi. Oh, kraftvolle Kombi, jawohl. Damit ist alles geklärt. Einfache Pumpe, hä? Eine ganz kleine Pumpe? Oder wie? Die einfache Pumpe erlaubt es ihnen, ihre Ausrüstung praktischerweise weit entfernt von einem Becken zu platzieren und außerhalb der Reichweite ihrer Gäste zu lagern. Oh! Das ist ja super. Da kann man dann so richtig kreativ sein. Aber wir denken jetzt erstmal pragmatisch. Wir sind hier in einem Level mit Wandaquarien. Darum können wir auch große, schwere Geräte können wir verstecken. Hinter Wänden, dann machen wir das auch. Becken. Becken haben wir. Bänke will ich noch haben. Packen wir die hier schön in die Mitte mal rein, ne? Genau. Hier. Ah, hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Und hier vor auch noch. Oh, das ist zu nah. Das ist zu weit weg. Damn, das wollte ich nicht. Aber ich kann euch ja noch bewegen, ne? Schöne Bänke. Nice. Wunderbar. So, jetzt gucken wir uns mal die Wasserqualität an. Die scheint da wirklich zu stagnieren. Das reicht leider nicht aus. Hier bei den Moränen, die wächst nicht. Die wächst nicht bei 63% Wasserqualität. Wir brauchen hier noch eine zweite Pumpe dran. Weil was anderes können wir da nicht reinbauen. Noch mehr Steine geht ja nicht. Die Moräne braucht ja ihre Höhle. Eine kleine Pumpe sollte es dann aber reichen. Ein einfacher Filter. Das gleiche Spiel hier drüben, ne? Ja. Kein Weg dran vorbei. Problem ist jetzt halt nur,
Wenn die Pumpe kaputt ist, dann kommt da keiner mehr ran. Doof. Doof. Doof, 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 doof. Dann müssen wir hier die Wandstücke wegsetzen. Dekoration. Dekoration muss ja hier nicht versteckt werden. Wir sind hier in Northwoods. Wir sind stolz auf unsere Fässer. Sehr stolz. Also, dann machen wir das so. Zack, zack. Hier hin. So ein bisschen Ästhetik wahren. Aber die Bank da, die steht mir noch nicht nah genug dran. Ne? Aber naja, hier haben wir dann wenigstens eine schöne Linie. Hallo Maus. Oh, das ist ein bisschen fummelig gerade, muss ich sagen. Aber egal. Wir wollen mal jetzt nicht zu viel meckern. Meckern auf hohem Niveau. Ganz tolles Spiel haben wir hier. So, du machst jetzt die Wand hier ein Stückchen länger. Ihr verschwindet da bitte. Genau, richtig. Nein! Nein! Oh, ich dachte, das wäre jetzt wie bei den Sims. Sie stirbt. Nein. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Noch habe ich nicht raus, wie wir ein ganzes Stück Wand auf einmal entfernen können. Aber das kriegen wir auch noch raus. Das kriegen wir auch noch raus, weil es wäre ein bisschen komisch, wenn wir die Wandstücke immer einzeln entfernen müssten. So, einfacher Filter nochmal hier ran ein. Schön. Natürlich bauen wir das Ding hier einfach länger. Genau. Mensch, Leo. Sehr schmort. Cool. 3x3, ne? Oder ein Zweierbecken wieder nach hinten weg. Ich glaube, ein Zweierbecken tut es auch auf jeden Fall. Immer schön die Kohle im Auge behalten. Nee, nicht da reingehen, nicht da reingehen. Immer schön die Kohle im Auge behalten. So, und jetzt wollen wir uns ein Wandbecken anschaffen. Ein Eckbecken! Oh, das ist ja noch viel besserer. Beobachtungsbecken. Oh, so gut. So gut. Bauen wir uns alles, Leute. Bauen wir uns alles. Jetzt müssen wir aber erstmal hier die Ecke wieder freiräumen. Genau. Jeweils zwei, ne? Genau. Zack, zack, zack. Backpack nicht reingehen. Nur für Personal. Ah, hätte ich vielleicht länger machen sollen, ne? Kriege ich meine Kohle eigentlich voll zurück, wenn ich die wieder... Hab ich jetzt eins hingestellt? Das wollte ich nicht. Ach nee, das war ein Willig. Das war ein Willig, der stand schon vorher da. Aber ich möchte mal ganz kurz diese Wand hier entfernen. Würden Sie mich bitte dieses Stück Wand entfernen lassen? Dieses hier, genau. Das Becken auch. Eckbecken. Schön raus. Schön draußen bleiben, ne? Keule. Weißt du Bescheid? Nächstes Mal fliegst du raus. Ah, jetzt kann hier keiner ran wieder. Aber das kriegen wir hin. Und zwar... über die Pumpen einfach ein Stückchen verstellen. Ah, jetzt haben wir das Problem um eine Stelle nur versetzt. Das ist nicht so geil. Aber wir haben ja bald die kraftvolle Kombi. Können die dann eigentlich zwei Becken versorgen? Das wäre ganz cool. Dauert nicht mehr lange. Dann haben wir weniger solche Probleme. Oh, die Moräne. Da stimmt irgendwas nicht. Niedrige Wassertemperatur. Die stirbt sonst, ne? Wenn wir jetzt nicht vorsichtig sind. Die stirbt. Wir brauchen eine Heizung. Also letztendlich mehr Platz hier. Wenn nicht, machen wir einfach Tag 4. Was sagt der Ruf? Noch geht er. Noch ist alles in Ordnung. Haben wir wenigstens hier wieder Platz dran, ne? Sieht zwar jetzt nicht mehr so schön symmetrisch aus, aber oh mein Gott, die Wassertemperatur. Wir müssen eine Heizung ranbauen. Kraftvolle Heizung. Ja, ja. Ganz wichtig. Den sollst du beheizen, da. Genau. Ach, jetzt hat er gerade nachgefragt, welches Becken er bewirten soll. Cool. Ansonsten... Ah ja, klar, weil ich die Kombi weggestellt habe, du Horst, Michel. Leo. Leo natürlich. Entschuldigung. Aber jetzt wird die Wasserqualität wieder gleich in die verschwinden, ne? Wobei 75
Von 55 oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Benötigt eine Wasserqualität von 55%. Ja, ist klar, aber wie viel haben wir denn jetzt? 75, naja, super. Reicht ja auch soweit. Okay, wir müssen weitermachen. Wir müssen mehr Fische hier platzieren. Oh, wir haben die alten Fische dazugekriegt. Coole Sache. Königsfeenbarsch, da ist er wieder. Unser alter Freund. Haben wir noch mehr Moränen hier reinbauen? Die sind noch relativ kompliziert, aber die bringen uns die meisten wissenschaftlichen Punkte. Da kriegen wir die neuen Gerätschaften. Wir haken das mal auch als Forschungsbecken ab. Das Becken hier, das Eckbecken. Halsbandsoldatenfisch. Nee, du bringst uns keine wissenschaftlichen Punkte. Warum kann ich mir keine Moräne kaufen? Warum lässt du mich keine Moräne kaufen? Geht doch, sage ich doch. Und dann wieder zweimal den Feenbarsch. Aber der bringt uns immer nur eins. Der bringt uns nur einen Rufpunkt. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen auf Ruf setzen. Das ist ein Fiesling, aber die Moräne ist kein Feigling. Das ist gut. Braucht zwei Slotplätze. Ah, das geht da nicht ganz auf. Na gut, noch einmal das gleiche Becken mit dem Feenbarsch. Noch einmal. Schaffen wir dann mal ein bisschen Variation. Diesmal ist das Geröll hinten. Und die Treibholzhöhle vorne. Yay, neues Objekt freigeschaltet. Kombinierte Filter. Wunderbar. Nächstes Projekt erforschen. Die einfache Pumpe. Nice. Jo, die Wasserqualität gerade nicht im Schade. Aber hier könnte man eine kleine Pumpe daneben stellen. Warum schafft es eigentlich... Ist die Filterleistung von der kleinen Pumpe besser als die Filterleistung von dem Kombigerät? Wow. Kommt ein Ding aufs nächste. Neues Objekt freigeschaltet. Tiere, Korallen, Zackenbarsch. Nice. Bitte den nächsten Fisch. Flammen, Zwerg, Kaiserfisch. 4 Rufpunkte, aber keine Wissenschaftspunkte. Warnung, frisst oder verletzt Steinkorallen, Muscheln oder Gorgonien. Okay. Korallenzackenbarsch. Sie haben soeben den Korallenzackenbarsch freigeschaltet. Sehen wir ihn uns an. Der Korallenzackenbarsch besitzt eine Reihe von Pflegeanforderungen, die Ihnen bisher noch unbekannt sind. Es handelt sich um ein gieriges Tier. Das bedeutet, dass Sie im Vergleich zu anderen Tieren mehr fressen und stärker zu einer schlechteren Wasserqualität beitragen. Naja, aber es ist ein Eyecatcher. Das ist ein besonderer Fisch. Der bringt nämlich 25 Wissenschaftspunkte. Das ist also eine gute Investition. Aus wissenschaftlicher Perspektive. Ihre Abneigung gegen Artgenossen bedeutet, dass nur ein Exemplar dieser Spezies pro Becken gehalten werden kann. Schließlich besteht die Chance, dass die Fische und Krebstiere vertilgen, die kleiner sind als sie selbst. Bewegen Sie die Maus über das Warnsymbol, um mehr zu erfahren. Hatten wir schon gemacht gehabt. Wir waren vorsorglich. Ich werde jetzt nochmal kurz speichern. Und dann war es das auch schon wieder für heute, meine Damen und Herren. Wow, ich werde hier richtig gefordert. Richtig gefordert. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Wir machen uns nicht schlecht für Tag 3 in Mega-Aquarium. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, Leo geht fischen. Naja, nicht ganz, ne? Und über ein Like würde ich mich sowieso freuen, falls euch das Video natürlich gefallen hat. Ansonsten klickt da einfach weiter, ne? Klickt da einfach weiter. Versucht das beim nächsten nochmal. Beim nächsten Mal nochmal, ne? Ansonsten, wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Ciao.